Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Projekt aus der Deliverers, aus dem Deliverers oder Universum. Und zwar ist das Deliverers Mars. Wir sollen den Mars liefern diesmal. Wir haben beim Mond schon ganz schön Probleme gehabt. Ich bin gespannt, wie das beim Mars wird. Wahrscheinlich noch mehr Probleme, weil der Mars ist ja viel größer als der Mond. Sozusagen. Ne, mal Spaß beiseite. Wir müssen jetzt quasi die Menschheit, haben wir gerettet. Mehr oder weniger. Wir haben zumindest der Menschheit eine Chance verschafft, sich selbst zu retten. Und ja. Jetzt passieren Dinge und aufgrund dieser Dinge müssen wir zum Mars. Das werden wir aber mal alles im Let's Play jetzt gleich erfahren. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen und wir sehen uns, hören uns jetzt erstmal das Intro an und dann, ja, sehen wir mal, was wir tun können für den Mars. Prolog zu Hause ist Kathy Johnson. Das ist die Erde? Ja, das ist die Erde, ne? Sehen wir so aus, als sehen wir gerade einen Rücklauf. Kathy. Hallo, Erde an Kathy. Hallo, du Erforscherin. Hey. Kleine, schau. Ich habe für mein Mädchen einen neuen besorgt. Yay! Doch bevor ich ihn dir gebe, musst du versprechen, dich besser um ihn zu kümmern. Okay. Nicht wieder kaputt machen, wie die davor. Versprochen. Ein Mondbär für mein Mondbär. Ich bin fast soweit, Kathy. Ich zieh mir nur noch schnell meinen Tauchanzug an. Übertreib mal nicht, Schatz. Schule und Arbeit hören nicht auf. Geh's mal langsam an. Ich weiß, aber ich habe die Zeit vergessen und der Lernstoff ist so faszinierend. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Versprochen? Ja. Ach, einfach ein idyllisches Familienleben, wenn dieser Typ nicht so ein Arschloch wäre. Ah. Das ist also Kathy. Kathy durfte man ja im ersten Teil schon mal kennenlernen. Also zumindest vom Namen her. Wir haben sie nie gesehen irgendwie oder sowas. Guck, ein bisschen dope. What? What? Mundbär? What? Mundbär? What? Mundbär? So, und Kathy ist natürlich... Oh, cool. Oh, mit Fernbedienung. Das ist ein ASE. Okay. Cool, wir gucken uns das mal im Zimmer ein bisschen um. Das wird natürlich alles ein bisschen dauern jetzt hier. Star Beers. Star Wars. Verstehst du? Alles klar. Ja, wir machen das wie immer. Wir werden wahrscheinlich eine Stunde länger brauchen als man es bräuchte eigentlich. Oder 2 Stunden vielleicht. Je nachdem. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja ein bisschen. Das ist ja Let's Play. Let's Play kann man sich auch ein bisschen Zeit nehmen für die ganze Sache. Da. Ah, das ist er. Das ist Rolf. Das ist Rolf. Der vor uns gestorben ist im ersten Teil. Wer das noch nicht gemacht hat, der kann, muss sich zuerst mal den ersten Teil als Let's Play bei mir auf dem Kanal angucken. Findet er irgendwo einfach mal Moon eingeben in die Suche irgendwie. Und dann findet er das schon irgendwie. Wenn nicht, kann ich auch mal das hier drücken. Ich kann es halt eigentlich, ich verlinke es hier in dem Videoblog mit drin. In dem Beschreibungsblock. Verlinke ich den ersten Teil. Wer das noch nicht gesehen hat, ist nicht viel. Waren 14 Folgen, haben wir nur gebraucht. Und das war schon viel, haben wir schon uns viel Zeit gelassen. Und da ging es darum, die Erde wieder mit Strom zu versorgen. Und das haben wir geschafft. Und das war der Rolf. Rolf Robertson, der hat das geschafft. Aber die genauen Zusammenhänge erkläre ich dann vielleicht im Let's Play nochmal. Oder ihr guckt euch einfach das Let's Play an zum ersten Teil. Moonman Bundle 1. Reise, Ausgabe, erster Kontakt, Konrad von irgendwas. Amira Talk. Kann man R drücken? Ne, geht nicht. Nur drehen.
Ach so, er gibt's nicht mehr, man muss jetzt drehen. Das Schicksal der Welt steht immer noch auf dem Spiel und ein mutiger Astronaut reist zum Mond, seine Mission herausfinden, warum die Mondkolonie keine Funksprüche mehr sendet. Also quasi genauso, was im ersten Teil passiert ist, auf einer verlassenen Raumstation findet er Hinweise darauf, dass sein alter Freund auf dem Mond vielleicht noch überlebt hat. Genau unsere Geschichte schafft der Astronaut es von der zerstörten Raumstation auf den Mond. Genau unsere Geschichte über den Autoren. Der Autor Konrad van Schalik und die Künstlerin Tamira Torka nutzten ihre gemeinsame Stationierung auf der Copernicus-Mondzentrale als Inspiration, um einen spannungsgeladenen Thriller zu schaffen. Klingt genau... Oh ja, Anfang, wir haben das erste Comic eingesammelt. Wir müssen da mehrere Comics einsammeln. Scheinbar, ich habe gerade eine Errungenschaft gekriegt. Ah, das ist die Mondbasis, glaube ich. Das ist die Dings, die Startrampe von. Ja, vielleicht ist es Felsenkopf. Felsenkopf, der Felsenkopf Startbasis. Das war die, wo wir gestartet sind im ersten Teil. Ach, ich bin ein bisschen nostalgisch auf dem ersten Teil, ehrlich gesagt. Hat echt viel Spaß gemacht und es war alles eine gute Sache. Mondbier, This Way Home. Geht halt viel um den Mond hier, ne? In der Popkultur auch. Ist klar. So, dann gucken wir mal. Ist das Zimmer scheinbar leer, hier saugt zu haben. Können hier nichts weiter mitnehmen. Nichts weiter angucken. Vielleicht den. Ne, vielleicht hier mal durch das Stethoskop. Durch das, hier, wisst schon, Skop gucken. Ne, also dann rüber. So, wir haben Ziele, die können wir uns mal angucken. Geh zu Claire, geh mit Claire schwimmen, warte bis Claire sich umgezogen hat. Dann können wir bei Claire im Zimmer rumstöbern. Wir sind ja ein kleines Kind. Und von daher ist Stöbern erlaubt. Was steht hier? Tablet ID Claire Johansson. Picto High School. Ja, Ausgabe steht bevor. Stell ein Dokument, das Trolley-Problem, eine Erklärung. Irgendwas. Zurückstellen. Hier rumschnüffeln. Wo bist du denn? Ich will ja beim Umziehen zugucken. Zukunft der Fusionsenergie. Eine vollständige Sammlung aller Experimente zur Kernfusion in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts. Diese Lektüre ist ein Muss für jeden angehenden Kernphysiker und versucht das Mysterium des Fusionsreaktors zu lösen. Dabei wird die Frage beantwortet, wie weit wir noch von einer Fusionszeitalter entfernt sind, wenn nicht gar die Frage, warum es niemals möglich sein wird, dieses wissenschaftliche Wunder zu vollbringen. Charles Parker. Okay, das ist natürlich eine harte Bettlektüre. Würde ich auch einschlafen dabei. Okay, das Zimmer haben wir auch leer gesaugt. Gucken wir uns mal das nächste Zimmer an. Das ist das Elternschlafzimmer. Nee, das ist das Elternschlafzimmer. 5 Lessons to Make You a Perfect Parent. Das Buch haben wir in dem Zimmer. Der Vater war auf der Mondstation, also hier der Vater von Cassie, den wir eben gesehen haben. Und das Buch hat er auf der in seinem Dings mitgenommen gehabt. Hat er in seinem Bücherregal gehabt. Ah, so schön. Da war die Erde noch schön. Ich denke mal, wir spielen in der Vergangenheit. Cassie wird schon ein bisschen größer sein. Cassie ist ja auch gar nicht hier auf der Erde. Die war ja, glaube ich, auf dem Mond. Schönes Haus gefunden, gleich um die Ecke vom Campus. Wir sollten einen Gratisumzug für die Treue bekommen. Ach, Lizzie, noch so eine Saison und die ganze Gegend wird zu einer reinen Wüste. Können wir nicht noch warten, bis die Kinder aus der Schule sind und ich wenigstens einmal eine Assistenzzeit zu Ende bringe? Ich will uns doch nur beschützen. Hör mal dazu. Lustig. Die Kinder haben einen Vater, der zum Mond pendelt. Schutz bedeutet etwas anderes für sie. Stimmt wohl. Ich will ihnen nur etwas Normalität geben, okay? Mamas und Papas dürfen sowas machen. Tut mir aufrichtig leid. Eilmeldung, wir sind live an der Südgrenze von Colorado in den Vereinigten Staaten, wo zwischen Flüchtlingen und dem Grenzschutz ein Kampf ausgebrochen ist. Präsident Van Santen verurteilt die Gewalt und kommentiert... Wolltest du nicht mit Claire schnorcheln gehen? Was ist das? Ein Quatsch. Spektakulärer Heldsprung, Schatz. Danke. Ein wahrer Athlet. Ich hab mir was gezerrt. Tja, da war die Welt noch in Ordnung.
Ich drücke immer nur F eigentlich. Ah, da ist der Mars. Da ist der Mars, da ist der Mond. Das ist in der Mitte scheint die Erde zu sein, keine Ahnung. Kann man hier eigentlich nichts angucken soweit. Die Mutter ist ja, was wir gelernt haben, die Mutter ist ja tot. Also muss es in der Vergangenheit spielen. Gut, Kathy wird ja auch größer sein jetzt. Kathy, komm her! Ja, warte doch mal kurz. Ich kann ein Screenshot machen von den Eltern, aber nein, geht nicht. Die wollen nicht fotografiert werden. Ich komme gleich, ich will nur kurz mal in die Küche gucken. Mom, Dad und Claire. Ziemlich viel Alpha Wall hier, ich kann irgendwie nicht durchlaufen. Hier ist ein Laptop von Apple. Und wer kommt mit zum Schnorcheln? Na klar. Ja. Ich weiß, Dad, keine Sorge. Na komm. Warte mal, Schatz, du nimmst doch nicht etwa Mondbär? Okay, Dad, hab dich lieb. Und jetzt ins Wasser mit dir, bevor Dad dich erwischt. Na komm. Okay, wir gucken uns natürlich erstmal schnell um. Wir können springen mit Space. Das ist natürlich noch so ein kleines Tutorial, wo wir uns hier drin befinden, logischerweise. Wow. Jetzt hat ja jemand einen Garten angelegt. Sieht ein bisschen aus in der Apokalypse. Hier ist noch ein Komm Bild. Komm schon, Cappy! Ab ins Wasser! Ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen Cappy, umgucken. Was habe ich gesagt? Aber Mondbär will auch schnorcheln. Gib mir den Bären, du kleine Chaotin. Kein Fall. Nein. Ich schwöre, das Freche hast du von deiner Mutter. Nicht von mir. Na komm, Kathy, spring rein. Yeah, Geronimo. Mondbär? Kannst du mich hören? Dad? Ist ja gut. Ich werde dich jetzt nach Hause holen, okay? Komm schon. Dad? Ist ja gut. Bin da, Kleiner. Alles okay. Ayla? 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 ASI Einheit 7633-R. Eigentumstransferautorisation 170544. Isaac Johansson. Sag deinen Namen. Kathy Johansson. Egal, was passiert, bleib immer dicht bei Ayla. Lass sie nie außer Sicht kommen, okay? Schon okay. Ich hab dich. Hör zu. Wow. Wir müssen jetzt leise sein, okay? Nein. Jetzt hör mir gut zu. Wir müssen hier weg. Puh. Wir müssen weg. Okay. Okay, Outboard Mondbar 2069 nach Christus. Dich? Kannst du gehen? 69. Wo ist Mondbär? 2060. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Schatz. Ich will Mondbär. Ich glaube, er ist hier irgendwo. Mach schnell. 2060, das war ein Jahr nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil, das war 2059. Der Mondbär liegt da hinterm Tisch. Diesmal kann ich crouchen, das ging im ersten Teil nicht. Hab ihn. Gut, jetzt komm her, ich brauche deine Hilfe, Mondbär. Ja, jetzt nicht, jetzt gucke ich mir das mal alles an und lese alles. Oh, blöd, Mann. Mein Vater hat wissentlich damals Sarah in den Schraubenzieher reingerammt. Und das, die Beweggründe waren natürlich, um seine Tochter zu retten. Aber das rechtfertigt nicht, einen anderen Menschen zu töten. Scriptmate. Benötigt Bedingungen erfüllt. MPT-Verbindung wurde wiederhergestellt. Protokoll Isaac Johansson Autowecken aktiviert. Aha. Ach, lustig. Weil die MPT-Verbindung hergestellt wurde, sind wir aufgeweckt worden. Deswegen sind wir jetzt ein Jahr nach den Geschehnissen vom ersten Teil. Da ist ein Schalter am anderen Ende des Raumes. Wenn er angeht, musst du draufdrücken. Okay? Okay, mach ich. Sobald ich mich umguckt habe. Hier ist Helium, da ist eine Energiezelle. Ach, die Schalter kenne ich noch. Gut. Gut so. Okay, Zeit zu gehen. Bleib unten, Schatz. Also, sie dürfen dich nicht sehen. Wusste der Isaac Johansson davon, dass irgendwann mal jemand die MPT repariert? Okay. Scheinbar. Oh.
Okay, hör genau zu. Nimm mal Schuhe an, das arme Kind. Im Raum am anderen Ende dieses Lüftungsschachtes ist Ace. Rosas Ace? Ja, wir müssen ihn unbedingt holen und zu ihr zurückbringen. Ace hat mich am liebsten. Nach Rosa. Stimmt, genau. Deswegen musst du jetzt da hochklettern und ihn zu dir rufen. Leise, okay? Okay. So, dann. Klettern geht jetzt auch. Das ging in der ersten Teil auch nicht. Das ist gut. Kapierst du das nicht? Sie lassen die Dieter-Gruppe zurück. Wir sind... Also, wollen Sie die Erde aufgeben? Sagen wir dem Team, dass wir einen ASI des Rates haben. Wir brauchen mehr von diesen Hologrammen. Ace! Ace, ich bin's. Hi. Komm mit. Okay. Warte, wo wir sind? Ich habe es eben nicht aufgepasst. Man sieht es auch nicht. Muss gerne, guck da nochmal im Video, wo wir jetzt genau sind. Was machst du da? ASI-Einheit Nummer 67354-N. Starte Übergabeprotokoll. Lunara hat Überbrückung. Isaac Johansson. Code 170544. Ace mag das nicht. Ist schon gut. Er weiß nicht, dass wir ihn zu Rosa zurückbringen. Isaac Johansson. Wir müssen uns beeilen, Mondbär. Sie suchen bestimmt nach uns. Aua, meine Beine tun weh. Komm, ich trage dich. Ja. Claire? Kathy? Claire! Kathy! Dad! Das war Claire! Hey! Hey! Warum läufst du davon? Wenn Claire uns erwischt, bringen sie mich weit von dir weg. Ich verstehe die zeitliche Abfolge noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Wo gehen wir hin? Wir gehen zur Outward, Mondbär. Zusammen. Outward, okay, Outward. Outward war ja das Projekt mit den drei Archen. Ja, es funktioniert. Moment, warum öffnet sich Vitas Tür nicht? Komm schon, komm schon! Kann die Tür gar nicht öffnen. Versteh doch, wenn Daddy mit Claire zur Erde zurückkehrt, werden sie uns beide für immer voneinander trennen. Wir müssen auf das Schiff, bevor es ohne uns abhebt. Okay. Ich muss diese Tür aufkriegen. Schnell, mir nach. Automatische Startsequenz initialisiert. Betreten Sie Archimeter sofort. Ach so, ja. Stimmt. Das ist ja die letzte Arche. Ich bin fast das ist die mit den Kranken und den Gebrechlichen. Oh. Au. Thank you.
Startsequenz eingeleitet. Abschussbereich räumen. Dad! Zurück zum Kontrollraum! Tut mir leid. Gott, das ist die letzte Arche, glaube ich. Deliver us, Mars. So, Kapitel 1, Mondbär. Eine Übertragung von einem anderen Planeten stellte... leider zu langsam. Ein Spiel von den Deadman-Brüdern. Dietmann. Okay. Cape Canaveral, USA. Das ist die Hauptstadtbasis der USA, soweit ich weiß. Was meinst du, Ayla? Meinst du, es hält noch eine Weile lang, das Relikt? Ja. Ich auch nicht. Samund. Bist du fertig? Du hättest doch schon längst fertig sein sollen. Ist dir der Hintern vor lauter Rumsitzen wund? Du kannst gern raufkommen und mir helfen. Hm? Nee, passt schon. Außerdem wäre ich keine große Hilfe. Das stimmt. Wärst du nicht. MPT-Systeme sind nur was für Nerds. Schon klar. Schon klar, Kumpel. Sei ehrlich, du fühlst dich von mir und meinem Superhirn bedroht. Du und dein Superhirn brauchen trotzdem einen Dienstälteren wie mich, um an einer MPT-Schüssel zu werkeln. Schon vergessen? Hast du etwa zugegeben, dass du alt bist? Jedenfalls, bin fast fertig. Muss nur was von den Platten abschneiden, die den Hohlleiter blockieren. Sagst du der Zentrale, dass die Schüssel soweit ist? Hab ich schon. Denk dran, die Streampunkte mit den Empfängern zu verbinden. Mhm, mach ich. So, und damit herzlich willkommen zum Let's Play Deliver Us Mars. So, Ziele repariert, die MPT-Schüssel, räume das Hindernis aus dem Weg. Das machen wir natürlich gleich. Wir sind Cassie Johansson, ihr habt das schon mitgekriegt jetzt quasi in dem ganzen Prolog. Ich glaube, ich möchte das nochmal zusammenfassen in dem Prolog. Also im ersten Teil war es ja so, also ich will jetzt nicht den ersten Teil spoilern, aber muss man ja. Das ist ja logisch, dass der zweite Teil, wenn er auf dem ersten basiert, dass er dann auch gespoilert wird. Und deswegen kann man ja aber drüber sprechen. Es ist so, dass im ersten Teil haben wir erfahren,
Das ist der Isaac Johansson und... Okay. Systeme laufen. Das ist der Isaac Johansson und der MacArthur. Das Projekt Outward auf dem Mond gegründet haben, ganz heimlich, ganz schön und heimlich. Dieses Projekt Outward sah vor, eine Gruppe von Kolonisten von der Erde mit drei großen Raumschiffen wegzubringen. Dazu haben sie sich da oben die Energieeinheit Helium-3 einbehalten quasi für die Reise und leider nicht genug. Und so konnte das letzte Schiff nicht starten. Das war 2059. Und eben der Prolog fand statt im zweiten Teil 2060. Das bedeutet, die haben es geschafft, das Ding mit Strom, mit Energie zu versorgen. Und jetzt ist das die letzte Raumschiff auch noch losgerissen, quasi. Und das ist der Stand der Dinge. Wir sind Cathy, der wollte uns da quasi mitnehmen. Logisch, seine Tochter. Aber Sarah, unsere Schwester, Claire, unsere Schwester, das verhindert. Und jetzt sind wir hier. Wahrscheinlich haben wir studiert, keine Ahnung. Das wird sich alles noch zeigen, denke ich mal. Wir müssen jetzt aufschweißen hier. Das Schweißen kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Gut, jetzt noch die Streampunkte verbinden und fertig. Genau, Streampunkte. Das hat nichts mit Streamen bei YouTube zu tun oder bei Links. Streampunkte sind Energieknoten quasi. Die Energie wird kabellos gehandelt hier in der Welt quasi. 2060. Dass mal wirklich so kommt, ist fraglich, aber nicht unmöglich, denke ich mal. Weil ich weiß, es gibt schon Versuche dahingehend, Energie kabellos zu versenden. Aber ist alles noch ein bisschen ineffizient, soweit mir was bekannt ist. Aber ich kann sein, dass ich mich täusche. Hier müssen wir runter. Wir haben den Weg nicht gefunden. So, da unten sind die Konvertoren oder was? Oder Relays, die müssen wir jetzt erstmal einstellen. Ich habe schon gespielt, ungefähr eine halbe Stunde habe ich schon gespielt. Ungefähr. Um reinzukommen. Willkommen auf der Erde. Nur noch die Streampunkte verbinden, dann bin ich da. Willkommen auf der Erde. Okay, wir haben... Ich weiß nicht, von der Basis her ist zu sagen, dass die Erde, wie bei uns quasi, nur fortgeschrittener, die Erde ist am Sterben quasi. Die gibt da haufenweise Probleme mit der Umwelt und Energieknappheit. Und da haben die Leute vor Stream klar? Da muss ja das ganze Wohnzimmer ein einziger Kabelsalat gewesen sein. Genau so war's. Gute Zeiten. Okay, gute Zeiten. Jetzt noch den Empfangspunkt zum Verbinden finden. Na genau. Die, mal so. Ich weiß das zufällig, deswegen kann ich das schon mal machen. Ja, über die Situation können wir da nochmal quatschen. So, dann sind wir am Ende von der Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Danke fürs...